Pro Jahr werden 100.000 Erdbeben aufgezeichnet. Die meisten davon sind nicht spürbar und richten keinen Schaden an. Einige wenige verursachen viel Schaden und Leid. Dennoch sind sie ein Teil des Lebens auf der Erde. Und obwohl es sie schon seit langem gibt, macht die heutige Lebensweise mit vielen Gebäuden sie zu den gefährlichsten Naturkatastrophen. Ein genauerer Blick auf dieses Naturphänomen ist lohnenswert, bevor wir uns in die Tiefen des Kaninchenbaus begeben. Um Erdbeben zu verstehen, müssen Forscher die Plattentektonik verstehen. Wir Menschen leben auf der Erdkruste. Diese ist rund 35 bis maximal 70 Kilometer dick und wird auch Lithosphäre genannt. Diese Erdkruste sitzt nicht fest, aus einem bestimmten Grund. Sie besteht gar nicht aus einem Stück, sondern aus 7 großen Kontinentalplatten und ungefähr 50 kleineren Erdplatten. Die 7 großen Platten heißen Pazifische, Antarktische, Australische, Afrikanische, Eurasische, Nordamerikanische und Südamerikanische Platte. Die genaue Anzahl der rund 50 kleineren Erdplatten ist nicht ganz klar. Diese ganzen Erdplatten schwimmen auf der nächsten, flüssigeren Schicht, auf der Asthenosphäre, die zum Erdmantel gehört, bildlich ausgedrückt wie Eisschollen auf dem Meer. Doch wieso genau sind die Platten in Bewegung? Die Antwort darauf beruht nicht auf direkte Messungen aus dem Erdinneren. Die Temperaturen sind dafür zu heiß. Die heutige Wissenschaft geht aber davon aus, dass zum Beispiel ein sogenannter Konvektionsstrom zur Bewegung der Platten führt. Das ist ein riesiger horizontaler Wirbel aus Magma. Die darauf liegenden Platten werden dann in eine Richtung getrieben. Mehrere Zentimeter pro Jahr. Dadurch wurden auch über Jahrmillionen hinweg unsere Kontinente verschoben. Die Kontinente liegen auf den Erdplatten. Die Grenzen der Kontinente sind vom Weltall aus zu sehen, die der Erdplatten nicht. Die Karte der Erdplatten ist sozusagen die Weltkarte im Erdinneren. Pionier der Plattentektonik war der deutsche Klimatologe und Polarforscher Alfred Wegener. 1915 entwickelte er die Theorie des Kontinentaldrifts, also dass die Erdkruste aus mehreren Platten besteht und sich jedes Jahr um einige Zentimeter bewegt. Mit modernen Messmethoden gilt diese Theorie heute als bestätigt. Durch Satellitentechnik lassen sich mittlerweile die Bewegungen der Platten ziemlich präzise ermitteln. Obwohl die Platten sich so langsam bewegen, kommt es bei Kollisionen zu Erdbeben. Wenn schon ein kleines Objekt wie das Auto mit Schrittgeschwindigkeit gegen die Wand fährt und einen ordentlichen Ruck erzeugt, dann kann man sich wohl vorstellen, was passiert, wenn mehrere Millionen Quadratkilometer große Objekte aneinander stoßen. Die Erdplatten können sich aufeinander zu, aneinander vorbei oder voneinander wegbewegen. Bei einer Kollision kann ein Gebirge entstehen. Das Himalaya-Gebirge entstand zum Beispiel auf diese Weise zwischen der indischen und eurasischen Kontinentalplatte. Doch auch wenn sie sich aneinander vorbei bewegen, können sie sich leicht verhaken und es wird eine enorme Spannung aufgebaut. Wenn diese Spannung sich entlädt, kommt es zu Erdbeben. Das Maß für die Erdbebenstärke ist die Magnitude und wird mit einem Seismometer gemessen. Was man definitiv wissen sollte, ist, dass die Skala logarithmisch mit der Basis 10 aufgebaut ist. Das heißt, ein Erdbeben beispielsweise der Stärke 7 ist 10 mal so stark wie ein Beben der Stärke 6 und 100 mal so stark wie ein Beben der Stärke 5. Seitdem man die Stärke aufzeichnen kann, ist das Beben in Chile mit einer Magnitude von 9,5 das stärkste, was gemessen wurde. Daraus folgt nicht, dass dabei auch die meisten Menschen starben. Es gibt viele Faktoren, die das beeinflussen. Internationale Organisationen gehen bei dem Erdbeben in Haiti 2010 mit einer Stärke von 7 von 200.000 bis 500.000 Toten aus. Jedoch kann es auch andere Gründe für ein Erdbeben geben. Auch Vulkanismus kann eine Ursache für Erdbeben sein. Weiterhin kann es Einsturzbeben geben, die entstehen, wenn Hohlräume im Boden einstürzen. Interessanterweise kann sowas auch durch Menschen ausgelöst werden, zum Beispiel durch Bohrungen und Grabungen. Und somit kommen wir zum zweiten, vielleicht sogar spannenderen Teil des Videos. In dieser interessanten Welt schauen wir uns natürlich auch künstliche Erdbeben an. Diese kommen nämlich immer öfter vor. Dass Kräfteverhältnisse der Erdkruste durch Bergbau, Bohrungen und vor allem Stauseen gestört werden und zu ernstzunehmenden Erdbeben führen können, ist lange bekannt.
Im Ruhrgebiet waren schon 1880 die sogenannten Bergsenken bekannt, was die Absenkung des Bodens durch Kohlebergbau bezeichnet. Ab 1907 wurde im Ruhrgebiet das weltweit erste Überwachungssystem installiert für menschengemachte Erdbeben. Dass die Injektion von Wasser in den Untergrund Erdbeben auslösen kann, wurde erstmals in den 1970er Jahren nachgewiesen. Große Mengen chemisch belastetes Wasser wollte man entsorgen und verpresste es gezielt. In der Region Denver wurde von 1962 bis 1965 in 3,5 Kilometern Tiefe Wasser verpresst. Dies löste zahlreiche Erdbeben aus. Das Interessante dabei, nicht nur während der Injektion, sondern auch Jahre später. Seitdem sind überall auf der Welt oft menschengemachte Erdbeben vorgekommen, mit ernstzunehmenden Magnituden. In Südeuropa in der Nähe von Stauseen, in Deutschland, den Niederlanden und Polen waren beispielsweise Bergbau Hauptverursacher. Bei dieser Art von Erdbeben unterscheidet man zwischen induzierten und ausgelösten Erdbeben. Diese Unterscheidung macht mit Blick auf die Plattentektonik Sinn, denn falls nachgewiesen werden kann, dass ein Erdbeben definitiv menschengemacht war, bleibt noch die Frage, wie groß ist der menschliche Anteil? Vorausgesetzt, es war nicht gewollt. Ein ausgelöstes Erdbeben entsteht, wenn ohnehin schon eine jahrhundertelange Spannung zwischen den Erdplatten besteht. Ein solches Erdbeben wäre also sowieso aufgetreten, vielleicht aber erst viel später. Ein induziertes Erdbeben dagegen wäre nicht aufgetreten, wenn Menschen nichts getan hätten. Ausgelöste Erdbeben können also ganz stark werden, wie auch natürliche Erdbeben, da der Unterschied nur die vorzeitige Auslösung der Erdbeben mit bereits vorhandenen Spannungen ist. In den meisten Fällen sind induzierte Erdbeben jedoch nicht so stark und kaum spürbar. Manchmal jedoch führen sie zu großen zerstörerischen Erdbeben mit Magnituden größer als 5. Solche induzierte Erdbeben entstehen dadurch, dass mechanische Spannungen im Gestein der Erdkruste entstehen oder die Scherfestigkeit im Gestein verändert wird durch verpresste Flüssigkeit, wie in dem erwähnten Fall in Denver in den 1970er Jahren. Belastungen gibt es beispielsweise durch das Gewicht des Wassers von Stauseen, Entlastungen durch Bergbau. Ein unglaublicher Fall ist der aus Sichuan in China im Mai 2008. Das Erdbeben war wahrscheinlich das verheerendste Stausee-induzierte Erdbeben mit einer Magnitude von 7,9. Dies zeigte, wie gravierend der menschliche Eingriff sein kann. 90.000 Menschen kamen ums Leben und ein wirtschaftlicher Schaden von mehr als 40 Milliarden US-Dollar entstand. Man geht heute davon aus, dass es durch einen großen Staudamm entstanden ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, sagte der Chefingenieur des Untersuchungsteams des Geologischen Amtes der Provinz Sichuan. Bis ins 1500 Kilometer entfernte Peking war das Erdbeben zu spüren. Die genaue physikalische Erklärung kann man nachlesen. Induzierte Erdbeben sind also ein ernstzunehmendes Problem, ebenso ausgelöste Erdbeben. Nun schauen wir uns den aktuellsten Fall an. Das Beben in der Türkei und in Syrien ist eine Katastrophe. Gleich zwei heftige Erdbeben, die sogar in Bagdad, in Kairo und im gesamten Nahen Osten zu spüren waren. Experten gehen davon aus, dass sich über einen langen Zeitraum eine Spannung zwischen den Platten aufgebaut hat und es quasi nur eine Frage der Zeit war, bis es zu einem Erdbeben kommen würde. Mit Sicherheit beeinflussen auch die Mängel in der Bauwirtschaft das Ausmaß der Katastrophe. Dennoch sind einige der Meinung, dass bei diesem Erdbeben einige ungewöhnliche Dinge passiert sind. Das Erdbeben sei künstlich hervorgerufen worden. Sind wir soweit? Gibt es tektonische Waffen? Sogar in Deutschland sind diese Gerüchte mittlerweile angekommen. Wir wären nicht interessiert, wenn wir diese Theorie ignorieren würden. In Verbindung gebracht werden Erdbebenkriege mit der Harp-Anlage in Alaska, von der behauptet wurde, dass energiereiche Radio- oder Mikrowellen ausgesendet wurden, die Erdbeben verursachen können. Wir hören uns alle Behauptungen an, egal wie schwachsinnig sie klingen mögen. Westliche Mächte sollen das Erdbeben absichtlich hervorgerufen haben, um die Türkei für die aktuelle Situation in der NATO zu bestrafen.
9 Staaten sollen kurz vor dem Erdbeben ihre diplomatische Vertretung in der Türkei geschlossen haben. Dies ist tatsächlich passiert. Grund dafür waren aber offiziell Sicherheitsbedenken wegen der Koranverbrennung in Schweden und in Dänemark. Herangezogen wird gerne auch diese Simpsons-Folge vor einigen Jahren, in der ein Schiff in das Gebiet geschickt wird, in dem aktuell das Erdbeben stattfand. I see no kids, and we must get these Season 1 Northern Exposure DVDs to Karaman Maras. Tage vorher kam ein US-Kriegsschiff in Istanbul an, das das Erdbeben irgendwie ausgelöst haben soll. Dieses Schiff soll bei einem früheren Erdbeben ebenso aufgetaucht sein. Es gibt durchaus interessante Vorhersagen von den Simpsons, über die man gerne reden kann. Der Zufall darf aber nie ausgeschlossen werden. In der Serie wird gerne mal mit solchen Theorien gespielt, passend zum Thema auch diese Folge, in der sich weit unter der Erde seltsame Menschen und reptilienartige Wesen befinden. Und, sehr interessant, eine Erdbebenmaschine. Doch von Istanbul aus das Erdbeben in Kahramanmaraş zu erzeugen, sei laut vielen Experten unmöglich. Die Technologie müsste sehr viel weiter sein als die von heute. Was kann die Haab-Anlage in Wirklichkeit? Eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Das ursprünglich militärische Programm der USA wurde 2014 offiziell an die University of Alaska Fairbanks übergeben. Man behauptet, als Grundlage diene die Erdbebenmaschine vom kroatisch-amerikanischen Genie Nikola Tesla. Tesla sagte einst, wenn du das Universum verstehen willst, dann denke in Kategorien wie Energie, Frequenz und Vibration. Er behauptete, er habe ein Gerät mit einstellbarer Frequenz entwickelt, mit dem er Erdbeben erzeugen konnte, nicht größer als ein Wecker. Beispielsweise berichtete ZDF darüber und erklärte das interessante Prinzip dahinter. Sein Apparat konnte eine Resonanz bei Gegenständen erzeugen. Wenn etwas mit der Eigenfrequenz stimuliert wird, reagiert es mit einer Resonanzfrequenz. Diese Frequenz müsste durch einen Sender verstärkt werden. Dadurch kann theoretisch jeder Gegenstand zerstört werden, wenn er sozusagen ausreichend zum Schwingen gebracht wird. In dem Bericht wird es an einem Weinglas getestet. Er soll es bei einem im Bau befindlichen Haus erprobt haben. Nach wenigen Minuten soll das Gebäude gebebt haben. Innerhalb von 10 Minuten hätte er es zerstören können. Und er hätte weniger als eine Stunde dafür gebraucht, um die Brooklyn Bridge zu zerstören. Die Polizei wurde gerufen. Sie drangen in sein Labor und Tesla zerstörte mit einem Hammer das Gerät. 1908 passiert in Sibirien ein bis heute unerklärliches Phänomen. Das sogenannte Tunguska-Ereignis. Eine gewaltige Explosion. Ein grelles Licht. Eine Druckwelle. Selbst aus 500 Kilometern Entfernung wurde die Explosion deutlich wahrgenommen. Über 60 Millionen Bäume entwurzeln und Tiere verbrennen. Doch keine Menschen kommen ums Leben, weil die Region unbewohnt war. Simulationen ergaben eine tausendfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Dieses Ereignis wurde damals mit den Experimenten von Tesla in Verbindung gebracht, der ja von der drahtlosen Energieübertragung durch die Ionosphäre träumte. Er war wie ein Magier der Physik, revolutionierte den US-Strommarkt, erfand die Fernbedienung und experimentierte mit Hochfrequenzströmen, Röntgenstrahlen, künstlich erzeugtem Wetter etc. Nur ihm traute man so etwas zu. Bis heute fehlt aber eine bewiesene Erklärung. Heute ist es schwierig, bei derartigen Themen wahre Fakten von reinen Theorien auseinanderzuhalten. Da nicht ganz klar ist, was nach Teslas Tod mit seinen ganzen Unterlagen passiert ist, wird spekuliert, dass die amerikanische Regierung durch Tesla das Fundament für die Haab-Anlage gefunden hat. Zum großen Erdbeben in Haiti 2010 existierten schon viele Verschwörungstheorien. Beispielsweise wurde gesagt, dass zwischen Kuba und Haiti große Ölreserven existieren sollen. Das Erdbeben soll die militärische Besetzung des Landes durch US-Truppen ermöglicht haben. Während viele der Meinung sind, dass vieles um Haab nur Verschwörungstheorien sind, behaupten einige ernstzunehmende Wissenschaftler Dinge, die viel zu diesen Gerüchten beitragen. Die physikalischen Grundlagen des Haab-Projektes habe der Wissenschaftler Bernard Eastland erforscht. Für die Technologie des Haab-Projektes besitzt er sogar eigene Patente.
Er stellte die These auf, dass Harp in der Lage sei, die globale Kommunikation, das Wetter und menschliche Gedanken zu beeinflussen. Die Harp-Anlage ist schon lange ein Thema und auch nicht nur in der Türkei begrenzt. Das Europäische Parlament führte 1998 eine Anhörung zu diesem Thema durch. Im Entschließungsantrag steht tatsächlich Interessantes bei. Das Europäische Parlament fordert die Europäische Union auf, sich dafür einzusetzen, dass auch die neuen sogenannten nicht tödlichen Waffensysteme und die Entwicklung neuer Waffenstrategien durch internationale Übereinkommen erfasst und geregelt werden. Weiterhin hält das Europäische Parlament HAARP wegen der weitreichenden Umweltauswirkungen für eine globale Angelegenheit und fordert, die rechtlichen, ökologischen und ethischen Auswirkungen von einem unabhängigen internationalen Organ untersuchen zu lassen, bevor weitere Forschungsarbeiten und Versuche stattfinden. Bedauert die wiederholte Weigerung der Regierung der Vereinigten Staaten, einen Vertreter zu der öffentlichen Anhörung oder den folgenden Sitzungen seines zuständigen Ausschusses über die Auswirkungen des Forschungsprogramms über hochfrequente Strahlen, das gegenwärtig in Alaska durchgeführt wird, zu entsenden. Und 28 fordert das EU-Parlament die STOA-Lenkungsgruppe auf, ihre Zustimmung zu geben, dass die wissenschaftlichen und technischen Beweise in allen vorliegenden Forschungsergebnissen untersucht werden, um die genauere Art und das Gefährdungspotenzial, das HAARP sowohl für die lokale als auch für die globale Umwelt sowie für die Gesundheit der Menschen generell darstellt, zu ermitteln. HAARP befindet sich zwar in den verlassenen Wäldern Alaskas, ist aber nicht so wie Area 51, wo niemand rein darf. Auf der Homepage kann man Messergebnisse und Daten nachlesen. Und womöglich nach dem Entschluss des Europäischen Parlaments gibt es jedes Jahr einen Tag der offenen Tür, wo man sich das Ganze anschauen kann. Laut vielen Experten ist die offensichtliche Sendeleistung von HAARP zu schwach, um solche Dinge zu bewirken. Es ist klar, dass wenn so etwas funktioniert, es nicht quasi mit dem Holzhammer gemacht wird. Die Behauptung ist auch nicht, dass eine komplette Erdplatte bewegt werden kann, sondern dass an entsprechenden Stellen, wo es sowieso schon eine Spannung gab, angesetzt wird. Diese Spannungen wie auch immer zu lösen. Es gibt natürlich auch Experten, die behaupten, dass das mit HAARP Schwachsinn ist, aber eine Explosion das Erdbeben ausgelöst haben könnte. Dazu wird auch die Tatsache genommen, dass die Tiefe, in der das Erdbeben stattgefunden hat, im Vergleich zu anderen Fällen relativ gering war, was übrigens im Allgemeinen die Zerstörung bei einem Erdbeben größer macht. In vielen Videos während des Erdbebens sind blitzartige Lichter zu erkennen. Diese Lichter wurden für den HAARP-Angriff mittels hochfrequenter Strahlung gehalten. Es war nicht das erste Mal, dass solche Lichter bei einem Erdbeben aufgetreten sind. Deshalb geht die Wissenschaft davon aus, dass es bei einem Beben zu solchen Erdbebenlichtern kommen kann. Bisher ist aber noch keine Erklärung hundertprozentig bewiesen. Eine Vermutung ist beispielsweise, dass durch die große Spannung der Platten eine elektrische Ladung aufgebaut wird, wodurch Blitze entstehen können. Dazu gibt es eine Studie aus dem Jahre 2014. Fazit des Videos. Die Meinungen zu dem, wozu die HAARP-Anlage in der Lage ist, gehen weit auseinander. Es ist keinesfalls belegt, dass das Erdbeben in der Türkei von Menschen ausgelöst wurde. Es ist definitiv möglich, mit Menschenhand künstliche Erdbeben zu erzeugen. Die Frage ist nur, welche Methoden mittlerweile möglich sind. Es ist wohl traurig, dass dieses Video davon handeln muss, ob künstliche Erdbeben möglich sind, anstatt davon, ob man sie in Zukunft verhindern könnte. Diese Tendenz sollte man im Kopf behalten. Wie weit die Technologie heute ist, ist nie hundertprozentig klar. Es gilt nicht für alle Menschen das Gleiche. Natürlich werden entwickelte Kriegstechnologien nicht sofort der ganzen Welt präsentiert, um einen Machtvorteil gegenüber den anderen Ländern zu haben. Wir können nicht davon ausgehen, dass es als Kriegswaffe uninteressant bleibt. Was macht ein künstliches Erdbeben grausamer als eine Atombombe? Die Welt ist ein vielseitiger Ort. Sie kann so grausam sein, dass Betroffene die Skrupellosigkeit kaum fassen können. Andererseits kann sie sogar Momente ermöglichen, die einem das Gefühl geben, man würde nie sterben. Seit jeher lassen sich Menschen von den schönen Seiten täuschen, sind nahezu blind vor Liebe und werden spätestens vom Tod überrascht.
Dabei hätten sie lange vorher ihr Spiel bemerken und über die Welt hinausdenken können.